Anfang März und der Winter hat das Land voll im Griff. Die Tage sind grau, trüb und ziemlich dunkel. Wenn ich meine Runde drehe, werde ich schon erwartet. Das Futter, das ich mitbringe, kommt sehr gelegen. Zahlreiche Vögel sitzen bereits versteckt, aber immerhin in der Nähe und schauen genau, ob ich komme. Zu nah allerdings kommen sie nicht heran. An der Futterstelle sind unzählige Spuren zu sehen. Der Schnee verrät ganz genau, wie viele Tiere sich hier eine Mahlzeit abholen. Ich würde gern einmal zuschauen, aber dafür sind sie alle zu vorsichtig. Solange ich noch unmittelbar in der Nähe bin, würde kein Vogel kommen. Aus etwas weiterer Entfernung kann ich jedoch ab und zu ein paar Blicke ergattern. Die Krähen allerdings wissen ganz genau, dass ich da bin und auch, dass ich es bin, die das Futter gebracht hat. Sie sind jedoch sehr argwöhnisch und wenn ich kommen würde, wären sie ganz schnell weg. Sie sondieren auch erst sehr ausgiebig die Lage und schauen, ob alles in der Gegend ruhig ist. Erst wenn sie überzeugt sind, dass keine Gefahr droht, bewegt sich eins der Tiere nach unten zum Fressen, währenddessen das andere Ausschau hält. Ein paar Tage später beginnt es zu tauen. Der Schnee ist schon fast komplett weg und man kann ahnen, dass bald Frühling ist. Die Kanäle sind aufgetaut und die ersten Enten paddeln. Die Finken zwitschern so laut, dass man glauben könnte, es wäre schon soweit. Auch ein Buntspecht ist schon hin und wieder zu hören. Die kleineren Vögel, so wie Meisen und Kleiber, sind nicht ganz so argwöhnisch wie die großen und flattern schon aufgeregt um mich herum, wenn ich das Futter verteile.
Spechte sind auch von Anfang an Dauergäste an meinen Futterstellen. Sie mögen am liebsten die gehackten Erdnüsse. Die dort an der Stelle ansässigen Krähen treiben sich im Hintergrund herum. Sie beobachten genau das Geschehen. Am liebsten hätten sie wohl auch die ein oder andere Nuss gleich und sofort. Ihre große Vorsicht aber lässt sie warten, bis ich gegangen bin. Die anderen sind zufrieden, wenn ich mich ruhig in die Ecke setze und mich nicht zu viel bewege. Zwar ist der Schnee nun fast weggetaut, aber es ist immer noch recht kalt und sehr, sehr windig. Für die Krähen und Elstern habe ich mir ein neues Spiel ausgedacht. Ich platziere das Futter auf den Ästen von Büschen und kleinen Bäumen. Da haben sie beim Einsammeln richtig zu tun. Eine große Herausforderung ist es jedoch nicht für sie. Das typische norddeutsche Schmuddelwetter hält Einzug. Es regnet den ganzen Tag ohne Unterbrechung. Meine allerbesten Freunde kommen trotzdem. Da ich Angst um meine teure Kamera habe, filme ich nur mit dem Handy. Wirklich lohnende Motive bleiben heute sowieso aus. Tags darauf ist es zwar immer noch grau und windig, aber es bleibt trocken. Ausgelassen toben die Kleinen herum, als wollten sie damit sagen, dass auch sie sehr froh darüber sind, dass es nicht mehr regnet. Das Krähenpärchen, in dessen Revier ich mich wohl hier herumtreibe, ist wieder in der Nähe und beobachtet von Ferne das Geschehen. Wenig später, kurz vorm Dunkelwerden, sammelt sich plötzlich die gesamte Krähenschar der Gegend.
Sie haben längst genau beobachtet, dass ich jetzt gleich gehen werde. Das wird der Grund sein, warum ich immer am folgenden Tag, wenn ich wiederkomme, nicht einen Krümel des Futters mehr vom Vortag finde. Ich genieße das bunte, aufgeregte Treiben hier an dieser Futterstelle. Wenn mir nicht immer so schnell kalt werden würde, würde ich wahrscheinlich noch Stunden hier sitzen. Zum ersten Mal lassen sich auch die größeren sehen. Auf meinem Nachhauseweg werde ich buchstäblich beschattet. Natürlich möchte die Vogelschar auch genau wissen, wer das denn da ist, die immer das Futter bringt und wieso und weshalb macht sie das. Könnte es sein, dass sie etwas damit im Schilde führt? Dann wird doch tatsächlich der Norden Deutschlands noch einmal von einem Sturm heimgesucht. Das Futter wird fast regelrecht von den Pfosten gefegt. Da bleibt niemand gerne draußen und alles beeilt sich, so schnell wie möglich wieder ein warmes, sicheres Plätzchen zu finden. Doch dann ist es soweit. Der Frühling kommt. Es finden sich plötzlich auch noch mehr unbekannte Käste ein. Auch sie beobachten erst argwöhnisch aus der Ferne das Geschehen.
Wenn ich täglich meine Runde starte, werde ich von Spähern den anderen bereits gemeldet. In 0, nix sammelt sich die ganze Gesellschaft. Geduldig warten sie ab, bis ich die Stellen befüllt habe und wieder gegangen bin. Das enorme Rauschen und Donnern, das ist übrigens die Autobahn, deren Krach über das Land buchstäblich hinwegfegt. An meinen Futterstellen ist jetzt richtig viel los. Besonders an der großen, die ich hier gerade auffülle, habe ich den Eindruck. Bei einigen Vögeln hat bereits die Brutzeit begonnen. Wieder einmal hilft das Futter ihnen ungemein. Mir gefällt es sehr gut, richtig helfen zu können. Lasst uns einfach mal eine Weile zuschauen.
Buntspechte sind unterdessen so zutraulich geworden, dass sie sich sogar nicht davor scheuen, im Baum direkt über mir zu sitzen und ihre Beute aufzuspeisen. Ich höre es immer nur leise klopfen. Natürlich schaut auch der Bussard, ob er hier nicht Beute machen könnte. An der Futterstelle sammeln sich diverse Vögel und Kleintiere, die leicht zu erbeuten sind, wenn sie nicht aufpassen. Er umkreist aufmerksam das ganze Revier. Sollte sich eine Gelegenheit bieten, wird er sofort zuschlagen. Er hat aus der Luft die perfekte Übersicht. Wenn ich auf dem Heimweg an meiner ersten Futterstelle vorbeikomme, sehe ich meistens nur noch die Rehe grasen. Ein paar Elstern und Krähen, die Käste waren, sitzen noch verstreut ringsherum in den Bäumen und Büschen. Von dem ganzen Treiben, was sich in der Zwischenzeit abgespielt hat, bekomme ich jedenfalls auf diese Art nichts mit. Deshalb habe ich mich entschlossen, eine alte Kamera hervorzukramen und diese zu benutzen, ein paar Aufnahmen heimlich zu machen. Ich habe die Kamera hinter Ästen und Blättern versteckt und gehofft, ein paar schöne Aufnahmen machen zu können. Qualitätsmäßig schön sind die Bilder mit der Kamera allerdings nicht geworden. Aber es war trotzdem sehr spannend zu sehen, was in der Zeit geschieht, in der ich nicht anwesend bin. Es war beeindruckend. Mit einem solchen Andrang hatte ich nicht gerechnet. Aber seht selbst, ich habe hier einmal ein paar von den Bildern zusammengestellt, auch wenn die Kamera bildtechnisch nicht viel hergibt. Man kann auch immer nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Aber allein die Geräuschkulisse manchmal hat verraten, wie viele Vögel in der Nähe sind.
Ganz so einfach ist es wohl doch nicht für jeden Vogel, sich das Futter von den Pfosten zu holen. Jedes Ding will gelernt sein. Bemerkenswert finde ich auch, wie unterschiedlich die Stimmlagen der einzelnen Vögel sind. Mit etwas Übung könnte man sie wahrscheinlich tatsächlich an der Stimme erkennen und auseinanderhalten. Ich jedenfalls bin sehr gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Ich hoffe, auch ihr bleibt dabei und schaut weiter zu. Bis dann!